Digga, ich sag's dir ganz ehrlich, Toilette würde. Was geht ab, meine, was geht ab, Gamers? Und ich, das gerade war eigentlich schon die Zusammenfassung der heutigen Mario Kart Session. Ich hasse euch alle. An alle Hörgerät-Racer unter euch, stellt bitte eure Hörgeräte jetzt lauter, danke. Was geht ab, Gamers? Ja, mit dabei haben wir heute tatsächlich nicht Chris, dem geht's nicht so gut. Ansonsten mit dabei ist wie immer Nico, den habe ich tatsächlich eigentlich lieb, der war heute sozial zu mir. Laurenz soll zurück in seine Mutter krabbeln, der ist eh noch zu jung für die Ausdrücke, die heute gefallen sind. Und Ufuk ist ein Wichser, bei dem guckt ihr einfach nicht das Video, danke. Ich habe Ansgar nichts getan. Ich habe ihm nichts getan, ich habe nur gesagt, dass ich Erster geworden bin. Du existierst und du bist gerade viel zu laut. Warum bist du so laut? Verpiss dich einfach. Ich bin zu Ansgar nur nett, weil dein Kanal mit über 30.000 Abonnenten. Nico riecht das Business. Nein, ansonsten, ich werde wahrscheinlich heute auch echt nicht viel schneiden, weil wir spielen auf 200 CCM mit furiosen Crack. Items, mit harten CPUs. Das hat sich bisher auch auf mein Spielverhalten ausgewirkt. Also bitte Bestrafungsvorschläge in die Kommentare. Das ist heute ist aber schon wieder cursed. Also, wirklich, das ist... Ich glaube, du solltest deine Folgen immer als erstes aufnehmen, damit du immer gut gelaunt in deiner Ja, ohne Scheiß, ich habe vorhin schon Fresse gezogen, als ihr nicht hingeguckt habt, als es hieß, ja, Ansgar nimmt seinen als letztes auf. Ich dachte mir schon, das geht nicht gut. Ich hab dir das Ergebnis in... Oh ja, Mann, das ist jetzt genau das, was ich brauche. Die hart erarbeitete CPM über die letzten 3 Monate einfach jetzt mit einem Video kaputt machen. Nein, Ansgar, immer lieb sein. Zensier, böse, wie du Witter, Hurensohn. Ich hoffe, deine Mutter... Extrakt von keiner irgendeiner Ahnung. Extrakt, genau, Ufo. Keine Ahnung. Was soll ich machen? Controller fail. Ey, ich bin Dritter. Das war okay. Das ist Makarov-Komplex. Bra. Kommt zum Second Race. Yeah. Mario Kart. Bra. Haha. Ah, Leute, verstehst du? Ich verstehe. Wenn ich so ein Mädchen kennenlerne, sage ich auch immer, darf ich dein persönlicher BH sein? Das wird direkt an eine Ü40 Facebook-Seite gesendet. Mann, ist das witzig. Das ist witzig, Alter. Das ist sofort ein Lachsmiley wert. Ja, aber der mit den Tränen-Emoji-Zeug und einmal noch der so um 90 Grad gedreht ist, weil das so lustig ist. Ich verstehe Leute nicht, die seriös Lach-Emoji nehmen, aber okay. Allen Epileptikern würde ich übrigens auch nicht empfehlen, die Videos von heute zu gucken. Einfach. Aua. Es ist, okay, es ist ein bisschen dämlich, dass ich das jetzt in der zweiten Runde sage, weil, also ich hoffe, ihr habt wenigstens Schreireichweite, als dass der euch kurz einen Notarzt rufen kann. Ansonsten viel Glück. Viel Glück. Viel Glück. Vom Stuhl gefallen. Ich glaube übrigens, seit 3 Jahren steht bei mir da unten jetzt Codierung überlastet. Das wird eine richtig angenehme Aufnahme. Auch das Gameplay läuft gerade bei mir nur 30 FPS, die Kamera auch. Ja, perfekt, Alter. Cool, Freunde. Qualitätszentrum. Also, wir können die Qualität erwarten. Ja, safe. Und jetzt spendet ihm noch bitte mal 2000 Euro für einen neuen PC. Das Ding ist, ich habe halt echt die Befürchtung, dass wenn ich mir irgendwann mal einen Laptop hole, dass er einfach besser ist als mein PC oder zumindest besser läuft. Obwohl der PC halt einfach richtig gute Specs hat. Einfach Laptop-LP. Siehst du, ganz kurz mal, siehst du, einfach noch was, ums Ufuk hin reinzustecken. Ufuk hat mit mir damals diesen PC konfiguriert und zusammengebaut. Es liegt alles an ihm. Alles funktioniert gehabt. Bei mir funktioniert alles. Halt die Fresse. Das ist einfach deine Aura gewesen. Siehst du, wegen dir, jetzt liege ich es auf, wegen dir habe ich damals einen Tag Schule geschwänzt, ja, nur um diesen PC zusammenzubauen. Du bist so ein herzloser Mensch, Ufuk, ich hasse dich. Damit willkommen zurück zur Hype-Tour von Felix Lobrecht. Keine Ahnung, die Folge ist eigentlich auch schwer für die Mülltonne, aber die ziehen wir jetzt durch, ist mir egal. Echt? Wir hatten gerade bestimmt schon keinen Aufnahmeversuch, aber die Folge war so unterirdisch. Ja, ich glaube, deine Stimmung ist halt einfach unten. Ach, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich glaube, wenn wir die Bestrafungen rausmachen würden, würdest du glücklicher sein. Ach, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ich finde das unsympathisch. Ja. Ich finde Ufuk sehr unsympathisch. Echt? Ja. Weiß man noch nicht, was ich dir getan habe, aber okay. Ja, das ist einfach deine Anwesenheit. Leidig, das reicht. Und jetzt fokussiert die Kamera auch nur auf mein Mikrofon und nicht auf mein Gesicht. Ach Mensch, ich habe wirklich hohe Qualitätsansprüche an YouTube. Denk dran, es gibt immer einen YouTuber, der besser ist als du. Ufuk ist es nicht. Ja, Laurenz auch nicht. Nee, aber der darf ja auch noch kein YouTuber haben, also der zählt nicht. Ich werde einfach schon wieder gemobbt. Chris, wo bist du? Ich bin der Einzige, der hier gemobbt wird, Laurenz. Ich werde hier die ganze Zeit lang von irgendwelchen... Nein, Ufuk, du wirst am meisten gemobbt. Sag ich doch. Ja, aber nicht als Einziger, das ist ein Unterschied. Digga. Doch diesen roten. Letzte Runde war berechtigt, aber Laurenz, musst jetzt selber mal ein bisschen zugeben. Ja. Also du hast halt echt schon wie eine richtige Hobelschlunze gespielt. Ja. Also wirklich. Ja, yeah, Ufuk überholt einfach nur fürs Feeling. Du warst schon ganz kurz davor, Schleim über dich zu kippen. Geh mir weg mit deinem Bumerang. Oh, und stirb. Hast du dich gerade selber getroffen? Als Kippe, Janke?
Ansgar. Tschö. Jetzt fühle ich mich besser. Jetzt ist er aber wieder da. Jetzt bist du die Scheiße. Nö, das war's das war's wert gerade. Das war's einfach wert. Habe ich dich mit deinem Bumerang getroffen? Und das gibt die zweite Runde. Oh, fühlt sich das gut an. Oh, angenehm, wirklich sehr angenehm. Habe ich dich mit dem Boomerang getroffen, Mann. Ach Mensch, Ufuk. Es ist wirklich immer wieder eine Freude. Könnt ihr mir bitte 1000 Likes auf diese Folge geben für mein Ego? Danke. Mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen. Lauscht dem. Und jetzt könnt ihr ja noch die Credits bis zum Ende gucken, was niemand früher bei Let's Plays getan hat. Aber hey. Lässt jetzt die Credits von Super Mario 64 laufen? Kann ja die Musik einfach E-Rape. Weißt du, die Folge ist eh scheiße. Ich blende einfach die Musik jetzt die ganze Zeit im Hintergrund E-Rape ein. Die mischt sich dann noch richtig schön mit der eigentlichen Musik hier. Das. Angenehm, sag ich euch. Geh einfach in dein Creator-Studio, such dir aus, wer dich abonniert hat, schreib die Namen auf und tu dir einfach so ein Fake-Credits rein. Wir laufen jetzt gerade einfach durch. Im Hintergrund läuft so ein bisschen schlechtes Gameplay. Einfach so 10.000 Namen, weil ich im Gegensatz zu euch Erfolg hab, ihr Wichs. Ich hab grad grün kassiert, wie bei einer Ampel, die mal rot war. Du hast gerade grün kassiert, wie wenn jemand bei dir ein Kappa-Shirt in der Farbe grün kauft, Nico. Kappa übrigens, Ansgar? Versteht ihr? Ich kann das jetzt gerade zwar nicht machen, aber ich habe tatsächlich ein grünes Kappa-Shirt. Plot-Twist-LP. Nein, wer hab ich jetzt getroffen? Ansgar, wenn du das was verzeihst. Nein, ich habe hier gerade mit einem Stern eine Piranha zerflext. Oh, ich dachte die Toadette hinter mir wäre Ansgar. Wir haben zwei Toadettes? Ja. Oh, lol. Toadette vorne und hinten klingt nicht gesund, aber okay. Wasch dich mal, sie ist nämlich auch ein Pilz. Ich sag's dir ganz ehrlich, Toadette würde. Nicht schlecht. So, und jetzt kommt das FBI-Meme. Ich hab keinen Plan, wie alt sie ist, aber ich hoffe einfach mal unter 10. Ich bin die andere Toadette, ich cosplay Ansgar. Yes, also Dankeschön fürs Zusehen. Ja. Und aber schön auf die Glocke drücken, Leute.